Herzlich willkommen bei deinem Podcast für Kinderwunsch. Ach nee, das war was anderes. Herzlich willkommen bei Ausgesaugt und Angeschissen mit Stina Lotta, das bin ich. Dein Podcast über Kinderwunsch, Schwangerschaft und Elternzeit, der etwas, sagen wir mal, anderen Art. So einen wunderschönen, meine Lieben. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hingucken soll. In die Kamera oder zum Mikro. Ich versuche mal, beides hinzukriegen. Ich bin nämlich heute das erste Mal hier mit Kamera zugange. Mal gucken, wann sie ausgeht. Meistens streikt dann der Akku oder die Speicherkarte ist voll oder irgendwas. Lässt die Kamera sich immer einfallen. Also mal gucken, wie oft ich heute fluchen werde. Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich. Ich bin jetzt heute ein bisschen aufgeregt wegen der Kamera. Ist wieder eine neue Situation hier. heute geht es um das Thema Ängste, sowohl im Kinderwunsch und in der Schwangerschaft. Zum Thema als Elternsein kann ich noch nicht so viel dazu sagen, weil ich ja selbst noch nicht Mama bin. Und dazu wird es dann nochmal eine konkrete Folge geben, wenn ich denn dann Mama bin. Ich kann nur sagen, welche Ängste man schon im Vorwege hat. Sei es auch, wie heißt das? Plötzlicher Kindstod und solche Geschichten, da hat man ja schon irgendwie im Vorwege Angst, ich zumindest. Ich habe heute auch zu Gast, beziehungsweise als Hörgast, eine liebe Hebamme, die wird sie nachher noch vorstellen und die wird euch ein paar von euren Fragen beantworten. Und ich werde euch auch ein paar Fragen beantworten, die ihr gestellt habt bei Instagram. Und ja, genau. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an, macht es euch gemütlich, holt euch einen Kaffee und dann legen wir los. Also, ich kann zu dem Thema schon einiges sagen, weil ich sehr viel mit Ängsten konfrontiert wurde, kann man ruhig so sagen. Also, diejenigen, die mich jetzt schon länger kennen, die wissen ja auch, dass wir fast 4 Jahre gebraucht haben für unseren Kinderwunsch und davor wurde ich sämtliche Male operiert und das heißt, davor hatte ich irgendwie auch schon mit Ängsten zu tun. Also ich hatte eigentlich zur Kurzform, mir wurde ja mein Eierstock entfernt wegen einer Dämoidzyste und danach hatte ich am anderen Eierstock noch 3 Operationen und die waren auch wegen einer Dämoidzyste und da wurde mir jedes Mal immer wieder was von dem einen Eierstock nochmal wieder abgenommen. Und dadurch hatte ich natürlich nach den OPs immer Angst, als ich aufgewacht bin, oh, ist jetzt alles vorbei, muss da mir doch entfernt werden während der OP. Weiß man ja vorher nie, ob da irgendwelche Komplikationen kommen oder irgendwie was. Das waren Ängste bei mir und dann eben ab da an auch immer die Angst, ob ich denn irgendwann mal Probleme haben werde, ein Kind zu kriegen. Das war ja auch eine berechtigte Angst. Aber quasi dadurch hatte ich bei dem Thema schon seitdem ich irgendwie 11 Jahre alt war, oder ich glaube, ich war sogar noch jünger, war ich sogar 9, 10, als der Eierstock mir abgenommen wurde. Also ab da an hatte ich eigentlich mit Ängsten zu tun. Und dann kam ja der Kinderwunsch und dann hat sich ja meine Angst leider so ein bisschen bewahrheitet. Und ich glaube, es ist auch immer noch mal eine andere Situation von Mensch zu Mensch. Und dazu muss ich auch sagen, ich bin keine Psychologin, ich bin keine Hebamme, ich bin keine Ärztin. Ich kann nur das erzählen, was mir geholfen hat, wie es mir damit ging oder geht und was ich so von euch zu hören kriege. Also bitte nagelt mich da nicht fest, wenn ich irgendwie was vergessen habe oder irgendwas nicht ausgesprochen habe. Wie auch immer. Kommen wir mal zu den Ängsten. Ich glaube, eine sehr, sehr große Angst und die größte Angst, wenn man im Kinderwunsch ist und es klappt einfach nicht, ist die Angst, dass es nie klappen wird. Die Angst kam bei mir auch natürlich mehrmals und immer wieder. Ich habe da einfach, es gab verschiedene Phasen. Es gab die Phasen, wo ich dachte, das wird schon, mach dir keine Angst, mach dir keine Sorgen, irgendwann wird es schon klappen. Dann gab es Phasen, wo ich dachte, das klappt nie, da war ich dann natürlich total verzweifelt. Dann gab es Phasen,
wo es so ein Mischmasch war, wo ich dann auch nichts mehr davon hören wollte. Ja, es war ein stetiges Auf und Ab der Gefühle, würde ich mal sagen. Und in den Phasen, wo ich gedacht habe, oh, es wird einfach nicht klappen, es klappt niemals, hat mir das sehr geholfen, darüber zu reden, vor allem mit Julian, und irgendwie wieder zu sich zu finden. Also was ich empfehlen kann, ist tatsächlich, für wen es was ist oder auch nicht ist, probiert es einfach mal aus, ist Meditation. Und vielleicht auch Meditation im Sinne von nicht unbedingt, ja, entweder man hört sich so geführte Meditationen an, wo es auch zum Thema Kinderwunsch geht, das gibt es ja auch, oder man macht sich das selbst, das habe ich so gemacht, weil ich bin nicht so der Meditationstyp, also ich könnte jetzt nicht so eine geführte Meditation machen, da werde ich leicht aggressiv bei, muss ich gestehen. Ich habe halt immer an gewissen Tagen, wo ich da Lust zu hatte und gemerkt habe, ich brauche es, habe ich einfach im Bett, sei es morgens oder abends, mich gemütlich hingelegt oder hingesetzt, je nachdem. Und habe einfach in meinen Körper so reingehört und mir einfach mal so eine gewisse Zeit genommen. Und da habe ich mir auch keinen Wecker gestellt. Man sagt dann ja, nimm dir jetzt so und so viel Zeit. Nee, ich habe mir einfach die Zeit genommen, wie lange ich da Lust zu hatte, habe einfach die Augen zugemacht und habe mir dann einfach so ein bisschen Affirmation gemacht, also dass ich quasi darüber nachgedacht habe oder ich habe mich in diesen Moment reinversetzt, wie es denn ist, wenn man dann das Kind hier hat. Und das hat mir wirklich geholfen. Irgendwie einerseits ist es natürlich auch irgendwo schmerzhaft, weil man natürlich auch wieder mit dieser Angst konfrontiert wird, dass es nicht klappen wird. Andererseits hilft es einem irgendwo, weil man halt dieses Glücksgefühl, also am Anfang hat es nicht so gut geklappt, man braucht so ein bisschen, oder bei mir war es zumindest so, dass ich ein bisschen gebraucht habe, dass ich nicht sofort von den ersten 2, 3 Malen das konnte, aber irgendwann, man lernt irgendwie, das mehr zuzulassen und da sich so mehr reinzuversetzen und wirklich in diesen Moment reinzudenken und irgendwann schafft man das richtig, dieses Glücksgefühl zu kriegen. Also es dauert ein bisschen und man muss da echt üben, aber man schafft es und ja, entweder, ja, was für einen am besten ist. Entweder wie bei mir, dass man sich vorstellt, wie man mit seinem Partner und dem Baby im Arm da steht. Oder man stellt sich vor, wie man einen Babybauch hat oder ja, wie auch immer. Ich habe auch manchmal, bin ich spazieren gegangen mit dem Hund in der Marsch, einfach in der Valla Pampa und habe da auch einfach so ein bisschen, ja, nicht mehr, ja doch, oder so die Hand auf den Bauch gemacht und auch mal beim Laufen so Augen zugemacht, Musik gehört, schöne Musik in der Sonne und habe dann auch so in den Bauch reingehört und mir gesagt, du kannst das und du schaffst das und mir dann auch so vorgestellt, wie es jetzt wäre, wenn ich hier langlaufen würde, wenn ich schwanger wäre. Und ich weiß, ganz viele werden jetzt sagen, oh Gott, das ist ja voll die Folter, weil man dann ja damit konfrontiert wird, dass man nicht schwanger ist. Aber wenn man sich darauf einlässt und das als schönes Gefühl wieder rausholt und nicht als negatives, was ich nicht habe, sondern einfach dieses positive Denken damit verbindet. Ich weiß, dass es ganz schwer ist und dass man ein bisschen braucht, aber wenn man das schafft und diesen Wandel kriegt von, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen abergläubisch oder mir fehlt das richtige Wort. Ich denke immer, wenn ich dieses Schwangersein mit was Negativem verbinde, also quasi auch, wenn jemand anderes schwanger ist, dann ist es ja auch automatisch, dass es irgendwie ein Stich ins Herz ist und dass man das so abtut und als negativ verhaftet. Wenn man daran denkt, selbst schwanger zu sein und das auch als negativ sieht, also wenn man das alles negativ verbindet, dann glaube ich, dass es auch eine Abwehrhaltung ist und dass es nicht gut ist. Es ist total abergläubisch, ich weiß, aber es war für mich einfach dieser Gedanke, obwohl ja Kliniken uns abgewiesen haben, gesagt haben, das wird nichts, habe ich immer wieder diesen positiven Gedanken mir zurückgeholt und immer wieder das positiv verknüpft und ich glaube, das kann auch helfen. Und wie gesagt, man braucht da ein bisschen und man muss da auch ein bisschen, ja nicht Stärke zeigen, sondern ja, man muss das einfach ein bisschen üben, dass man das irgendwie kann. Und dann auch das Ganze so positiv zu sehen und nicht mehr so
Negativ. Ich weiß nicht genau, ob ihr versteht, was ich meine. Ich versuche es in meinen Worten. Ich denke aber, ihr könnt mir da folgen. Ja, das ist eben eine Methode, die mir sehr geholfen hat, im Kinderwunsch einfach positiv zu denken. Genauso, wenn einem negative Sachen gesagt werden von der Klinik oder ne, man hat ja oft diese Situation, dass man vom Arzt oder von der Klinik oder wie auch immer plötzlich so abschmetternde Situationen kriegt, wo einem gesagt wird, das wird nichts oder das und das sieht schlecht aus, die Blutwerte sehen schlecht aus, der Zyklus sieht schlecht aus, das wird diesen Monat nichts und so weiter, ihr kennt es wahrscheinlich, dann ist man erstmal total niedergeschlagen und negativ und denkt, oh Gott, das wird nichts und dann kommt wieder diese Angst natürlich. Und da habe ich tatsächlich immer an dem Tag, wo das passiert ist, das auch zugelassen und habe auch, ich habe geweint. Ich bin irgendwo hingefahren zu meiner Schwester oder Mutter oder wem auch immer, wenn Julian gearbeitet hat oder habe auch mit Julian geredet. An den Tagen habe ich das wirklich zugelassen und habe dann auch geweint. Und am nächsten Tag war es dann besser und am dritten Tag habe ich dann immer schon versucht, so wieder ins nächste zu gehen, dass ich quasi das abgeschlossen habe die letzten 2 Tage, das war jetzt blöd, aber dann wieder in die Zukunft zu gucken und zu sehen, okay, wie geht's weiter, was kann ich machen? Das war genauso, als mir gesagt wurde von der einen Klinik, das war's jetzt und wir können keine künstliche Befruchtung machen, ich habe keine Eizellen mehr, jetzt ist Ende im Gelände, wir müssen ins Ausland gehen und eine Eizellspende machen. Das war natürlich total schlimm für mich, diese Aussage. Und diese 2 Tage habe ich das auch wirklich zugelassen und diesen Schmerz zugelassen, diese Angst zugelassen. Und am dritten Tag habe ich dann angefangen, mir Gedanken zu machen, nee, was ist jetzt der nächste Schritt? Was ist der nächste Plan? Und dann habe ich ja angefangen, mir eine andere Klinik zu suchen und mich zu informieren, habe mir Videos angeguckt und habe eben ja, diese Angst überwunden und dann diesen nächsten Schritt gemacht sozusagen. Also mir hat es immer geholfen, egal ob im Kinderwunsch oder jetzt auch in der Schwangerschaft, haben Infos geholfen und dieses Vorausblicken und was ist dann und was kann man noch machen. Und so, das hat wirklich bei den ganzen Ängsten mir geholfen. Also wissen und informieren und in die Zukunft gucken einfach. Und im Kinderwunsch war es vor allem in die Zukunft gucken und informieren, also es war auch wieder diese Kombi und da habe ich mich dann rangesetzt und irgendwie eine Woche lang gegoogelt und geguckt und geschaut, was irgendwie, ja, was ich noch machen könnte, welche Methoden gibt es noch, was kann man irgendwie vielleicht für den Zyklus noch tun und so weiter und dadurch habe ich dann ja die Klinik in Hannover gefunden, nee, in Hildesheim, genau, und habe da dann einen Termin gemacht und da hat es dann ja auch im Endeffekt geklappt. Also ich habe gar nicht so dieses Negative zugelassen, auch wenn ein Arzt einem was sagt, das sage ich ja euch immer wieder. Wenn euer Gefühl euch was anderes sagt, der Arzt kann ja nur immer die Situation einschätzen und sieht jetzt diesen Zyklus und sieht, in diesem Zyklus ist es schlecht und im letzten war es vielleicht auch und im vorletzten auch. Aber er weiß ja nicht, er kann ja nicht in die Zukunft gucken. Er kann ja nicht wissen, ob in einem halben Jahr vielleicht mal ein Monat dabei ist, der gut ist. Sei es jetzt bei dem Mann oder bei der Frau. Also kann ja auch sein, ne, wenn es jetzt beim Mann ist, dass irgendwie die, weiß nicht, wenn es jetzt darum geht, dass vielleicht die Spermien zu wenig sind oder zu inaktiv sind und dass vielleicht auch 3, 4, 5 Monate so geht, kann es ja dann aber so sein, dass es dann plötzlich in einem Monat anders ist. Und ich sehe das auch immer so ein bisschen sowohl bei den Eizellen als auch bei den Spermien. Eins reicht. So. Und diese Ängste überwerfen einen ja immer total. Und da muss man einfach versuchen, wieder Positivität da reinzukriegen. Und vor allem auch mit seinem Partner viel zu reden und auch mit seinem Partner darüber reden und sagen, ey, ich habe Angst. Und das ist auch ganz egal, ob Mann oder Frau, auch als Mann darf man gerne seine Gefühle zulassen und darf auch sagen, ich habe Angst, dass es nie klappt. Und dass man auch so gegenseitig ein Verständnis hat, weil ich habe auch viel von euch gehört, dass ihr vielleicht auch gar nicht oder aufhört, mit eurem Partner zu reden, weil ihr denkt, jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt, sagen wir mal, es liegt an den Spermien zum Beispiel, also es liegt jetzt am Mann, es ist ja immer,
blöd gesagt, und Schuldzuweisung, das ist immer blöde, aber die Person fühlt sich meistens schuldig. Also ja, man fühlt sich schuldig, das hatte ich auch. Man hat Angst, dass der Partner einen verlässt. Man hat Angst, dass ja, dass man jetzt schuld ist, dass man niemals ein Kind kriegt und dass dann nachher die Beziehung auseinandergeht. Und da sind ja auch ganz, ganz viele Ängste in der Partnerschaft. Und da ist es wichtig, weiter zu reden. Ich finde, oder ich habe oft, was man so mitkriegt und hört, ich meine, ich habe jetzt sehr viel Kontakt zu euch und zu Kinderwunschpaaren. Und natürlich kriege ich auch mit, wenn Paare sich trennen, weil es dann zu viel war, weil die eine Person sich da zu viel vielleicht reingehängt hat in Augen des anderen. Aber meistens ist das Problem, dass man nicht miteinander gesprochen hat, dass man diese Angst nur mit sich selber ausmacht. Also, dass man sich selbst jetzt schuldig fühlt und dann nicht so gerne darüber redet, weil man Angst hat, dass man das dann noch mehr projiziert und noch schlimmer und noch größer macht. Aber eigentlich ist es ja genau das Gegenteil, dass man das runterstuft, also dass man einfach ein Miteinander hat, weil man gemeinsam ja diese Ängste hat, weil man gemeinsam diese Höhen und Tiefen hat. Und ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach miteinander spricht. Musste ich übrigens auch lernen. Also ich war diejenige, die sich schuldig gefühlt hat, die Angst hatte, dass Julian mich verlässt, weil ich wusste, er möchte unbedingt Kinder. Was ist, wenn das jetzt wirklich nicht klappt? Also am Anfang wurde uns ja wirklich gesagt, das klappt nicht. Und da hatte ich wirklich Angst. Aber ich habe direkt mit ihm gesprochen. Ich weiß noch, als ich die Hiobsbotschaft bekommen habe, da war er im Krankenhaus wegen einem Nierenstein, glaube ich. Und an dem Tag habe ich das erfahren und dann habe ich natürlich ihn heulend angerufen und da hat er mich schon beruhigt. Und dann bin ich zu ihm ins Krankenhaus und wir sind draußen spazieren gegangen und da habe ich ihm dann so, habe ich auch angefangen zu weinen und habe gesagt, oh Gott, es tut mir so leid und ich kann verstehen, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, dann die Beziehung nicht möchtest. Also, ne, ich habe das wirklich aktiv angesprochen, weil ich da so Angst vor hatte. Und er hat mich angeguckt wie ein Auto und war so, bitte was? Was ist da? Was geht in deinem Kopf vor? Also für ihn war das richtig schlimm, dass ich solche Gedanken habe, dass ich überhaupt über sowas nachdenke. Da war richtig so, was stimmt mit dir denn jetzt nicht? Also der konnte das so gar nicht nachfühlen. Deswegen generell bei Ängsten, finde ich, ist immer die engste Person der Partner, dass man irgendwie verbündet ist und so ein gemeinsames Ding daraus macht und nicht den Frust am anderen auslässt, sondern eben immer miteinander redet. Egal, ob es gerade gut oder negativ ist. Und auch von der anderen Seite dann auch Verständnis zeigen und von der Seite auch wieder Verständnis zeigen, dass man irgendwie halt immer so ein Miteinander ist. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, deswegen haben wir diese 4 Jahre auch so gut gemeistert, weil wir immer geredet haben und immer füreinander da waren und auch mal gut sein lassen haben. Also wir haben uns auch Pausen gegönnt, wo wir einfach mal feiern gegangen sind und einfach mal nicht darüber nachgedacht haben, einfach mal auch Zeit zu zweit genossen, in Urlaub gefahren und so weiter. Das hilft auch ganz gut. Und wenn man wirklich merkt, es wird zu viel mit diesen Ängsten, egal ob jetzt im Kinderwunsch oder in einer Schwangerschaft, es ist auch keine Schande, sich Hilfe zu holen, sei es die Heilpraktikerin oder irgendwie, ja, irgendeine Beraterin oder eben zum Psychologen. Viele denken immer, oh Gott, ich gehe zum Psychologen, da gehe ich ja nur hin, wenn ich wirklich krank bin. Und das ist irgendwie so ein blödes Denken oder auch andere, dass sie sagen, oh Gott, die geht zum Psychologen, hast du das mitgekriegt? Also das ist total bescheuert. Es kann einem ja im schlimmsten Fall einfach nur helfen, weil man Ängste hat, man weiß nicht, wie man mit den Ängsten umgehen soll, man weiß nicht, wie man die Ängste ändern kann, wie man die wieder positiv kriegt. Und umso weiter man in dieses Loch rutscht, umso schlimmer wird es ja auch. Und da kann einem ein Psychologe einfach helfen, der ist vom Fach, der ist dafür da, um dich wieder da rauszuholen. Und das ist keine Schwäche, das ist was Starkes, das dann zuzugeben und zu sagen, ich brauche das oder wir brauchen das, kann man ja auch als Paar machen. Auch wenn man sagt, ach, so schlimm ist es jetzt noch gar nicht, aber man merkt, dass man immer wieder traurig ist und immer wieder negativ, dann kann das ja einfach mal helfen. Und wenn es einfach nur eine Stunde zum Testen ist,
Und ich weiß auch, dass es lange dauert, bis man dann Platz kriegt. Man kann aber sich so Infotermine holen, wo man die Person dann einfach mal kennenlernen kann. Genau. Kommen wir mal zu den Ängsten in der Schwangerschaft. Die waren bei mir sehr ausgeprägt. Oder was heißt ausgeprägt? Ja, doch, schon. Also man denkt ja, vorher hat man ja so viele Ängste und denkt, wenn ich schwanger bin, dann ist alles toll. Und dann ist man schwanger und dann fangen die Ängste erst an. Ich vermute mal, wenn das Kind da ist, dann gibt es noch eine Steigerung, dass man dann wieder irgendwelche neuen Ängste hat. Ja, eigentlich ab da an, wo ich schwanger war. Ich habe vorher immer mir vorgestellt, oh Gott, wenn ich schwanger bin, dann ist alles toll, dann bin ich einfach nur glücklich und happy und dann ist die Welt toll. Und dann war ich schwanger und natürlich haben wir erstmal geweint vor Freude und waren einfach nur außer uns vor Glück. Und dann wartet man aber erstmal, okay, jetzt erstmal den Arzttermin abwarten. Das kann ja auch sein, dass es, keine Ahnung, eine Eileiterschwangerschaft ist oder was auch immer, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass das Herz nicht schlägt nachher. Und da kommen einem ja so viele Gedanken. Gerade die Frühschwangerschaft war bei mir am schlimmsten. Ja, da hatte ich immer ganz große Angst vor einer Fehlgeburt. Und da muss man auch differenzieren zwischen, ich bin das erste Mal schwanger und Schwangerschaften, wo man vielleicht schon Negatives erlebt hat und vielleicht auch schon mehrmals was Negatives erlebt hat, da hat man ja noch eine viel, viel größere Angst. Und klar, ich hatte diese Angst jetzt auch, weil ich auch so einen langen Weg vor mir hatte. Und ich glaube, auch jede Schwangere hat am Anfang diese Ängste. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber wenn man gerade schon so eine negativen Sachen erlebt hat und vielleicht sogar auch schon mehrmals, aber einmal reicht, also generell, wenn man das einfach schon durchlebt hat, dann ist die Angst ja viel, viel größer. Und dann hat man ständig Angst und immer wieder. Und mir hat nachher auch tatsächlich dieser, wie heißt der, Fetaldoppler, glaube ich, geholfen, wo man den Herzschlag hören kann. Allerdings hilft der ja am Anfang nicht, weil man da den Herzschlag noch nicht findet und die ersten Wochen das Herz ja auch noch gar nicht schlägt. Also ist das für den ganz Anfang natürlich, hilft einem das auch nicht. Ich glaube, bei mir hat das, ich glaube, den Herzschlag habe ich gefunden ab der 12. Woche oder so. Und dann habe ich es ein paar Mal benutzt und da hat es mir dann auch irgendwie geholfen, um zu wissen, okay, ist das alles gut? Und nachher ist das Ding auch kaputt gegangen. Also ich habe es eh nicht oft genutzt. Ich habe vielleicht alle 2 Wochen mal einmal kurz reingehört. Und ich war ja auch relativ oft beim Arzt am Anfang. Ich glaube sogar am Anfang jede Woche hat er mich sogar sehen wollen. Wegen meinem Weg einfach. Deswegen hatte ich da ja auch immer wieder die Kontrolle. Aber das kann nachher so ab der 12. Woche auf jeden Fall auch beruhigen. Also ich kenne ganz viele, die beruhigt das ganz doll. Und andererseits beruhigt es sie aber wieder nicht, weil sie Angst haben, dass das Gerät irgendwelche Schäden am Kind machen könnte. Und das ist nicht wahr, das ist Quatsch. Also das könnt ihr wirklich ohne Bedenken benutzen. Man sagt generell, dass man das jetzt nicht den ganzen Tag stundenlang darauf halten soll. Dann kann es bestimmt irgendwie was. Ist dann vielleicht eventuell nicht in Ordnung. Da bin ich aber, wie gesagt, kein Fachexperte. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, weil ich auch diese Info hatte, das ist schlecht fürs Kind. Und habe mir da Studien zu durchgelesen und auch Informationen dazu durchgelesen. Und es ist nun mal so, in Deutschland darf nichts verkauft werden, was dir oder deinem Kind schaden könnte. Deswegen, also solange ihr nicht irgendwie was aus sonst wo bestellt und das in Deutschland hier in den Geschäften verfügbar ist, dann braucht ihr da absolut keine Gedanken machen. Das darf nur verkauft werden, vor allem an Laien zu Hause, wenn da nichts schaden kann. Und wie gesagt, da habe ich mich sehr viel informiert. Manche sind da falsch informiert oder haben das mal gehört und dann ist das so negativ behaftet und denken, oh Gott, das darfst du nicht machen. Wurde mir dann auch viel geschrieben, aber da kann ich euch sehr beruhigen. Ich habe mich da, wie gesagt, dann informiert, weil ich natürlich auf gar keinen Fall mein Kind irgendwie schaden wollte. Das ist alles in Ordnung. Zumindest, ja, wie gesagt, bei den deutschen Produkten. Ich kann nicht zu den Sachen sagen, die man aus China und sonst wo sich holen kann. So, generell in der Frühschwangerschaft hatte ich, wie gesagt, echt große Ängste, das, was mit dem Baby ist, dass ich Blutung kriege. Auch jedes Mal beim Auf Toilette gehen hatte ich Angst, oh Gott, ist da Blut.
Ja, man hat einfach automatisch Ängste. Und wie gesagt, wenn man da schon Schlimmes erlebt hat und merkt, dass die Angst zu groß wird, dass man gar nicht mehr zur Ruhe kommt und dass man echt die ganze Zeit irgendwie in Panik versetzt ist, dann kann ich euch wirklich ans Herz legen, dann holt euch da auch Hilfe. Also wenn ihr merkt, ihr schafft es nicht selber durch Meditation, durch Gespräche, durch Arztbesuche und so weiter, dann auch da holt euch Hilfe. Da kann vor allem eine Doula sehr gut helfen. Ich habe ja auch eine, die einen da einfach so ein bisschen diesen Druck rausnimmt und die Ängste rausnimmt, die einem auch zuhört, die einen auch informieren kann. Und da ist auch wieder der Punkt, Infos haben mir geholfen. Also wenn ich zum Beispiel gemerkt habe, boah, da ist gerade irgendwie was komisch, das ist anders als jetzt die Wochen davor, habe ich oft dann, ich habe so ein Schwangerschaftsbuch, da habe ich nachgelesen und dann passte das auch meistens mit, ah, da ist jetzt irgendwie wieder ein Sprung, da ist was Neues. Dass man eben sich Infos holt und was liest oder eben durch die Hebamme oder Doula, dass man da Fragen stellen kann, dass sie einem sagt, ja, das kann jetzt das und das sein, mach dir keine Sorgen. Oder tatsächlich habt auch keine Scheu, zum Arzt zu gehen. Also ich habe tatsächlich, ich glaube, ich bin nur ein, zweimal außerhalb der Termine zum Arzt gegangen, vielleicht jetzt auch insgesamt dreimal, aber ich bin jetzt auch schon im 7. Monat. Also ich habe dann immer versucht, das doch auszuhalten. Aber da war mir auch keiner böse. Also wenn ich dann mal extra hingegangen bin, weil ich unruhig war, dann haben die absolut Verständnis gehabt und dann habe ich einen Termin bekommen und ja, bin dann hingegangen und danach ging es mir einfach gut, weil ich wusste, okay, alles ist gut. Und die gucken dann einmal nach und schauen, dass es dir und dem Baby gut geht, dass da nichts irgendwie, ja, dass da nichts irgendwie ist. Und wie gesagt, ab da an, wo das Herz geschlagen hat, konnte ich dann eben auch diesen Doppler benutzen. Der hat mir dann auch immer noch geholfen. Da muss ich aber auch zu sagen, am Anfang findet man manchmal den Herzschlag nicht und dann ist man wieder nervös. Ich habe dann einfach so lange gesucht, bis ich ihn gefunden habe. Aber wie gesagt, auch ganz selten. Ich habe den gar nicht so intensiv benutzt. Also ich weiß, dass andere ihn dann ganz oft benutzen und denen das total hilft, dass sie jeden Tag mal eben gucken. Ich habe ihn nur, ja, am Anfang vielleicht einmal die Woche. Nachher nur noch alle 2 Wochen und dann nachher gar nicht mehr. Und dann ging er eh kaputt und dann, ja, war mir dann auch egal. Deswegen habe ich das gar nicht so intensiv benutzt. Es hat mir aber geholfen, es einfach da zu haben. Am Anfang dachte ich, ach, das ist ja auch Quatsch und man muss ja nicht immer alles so überprüfen. Aber als ich ihn doch da hatte, hat es an manchen Tagen wirklich geholfen. Also dann an den Tagen, wo ich jetzt zum Arzt gegangen wäre, weil ich Angst hatte, hat der mich dann einfach beruhigt. Ja, also das kann ich generell nach wie vor sagen, vor allem in der Frühschwangerschaft hat man einfach so, so, so viele Ängste. Aber es ist wirklich ab Herzschlag besser geworden. Und es ist ja auch so, dass ab Herzschlag und wenn alles andere in Ordnung ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dann noch was passiert ist, viel, viel, viel geringer ist als vorher. Natürlich kann da auch immer, es kann immer was passieren. Es kann auch was passieren, wenn das Kind da ist. Ne? Wie gesagt, es kann immer, immer, immer was sein. Und das weiß man ja auch und davor hat man auch Angst. Aber natürlich ist man beruhigter, wenn man so Meilensteine geschafft hat. Und bei mir war es immer dieses darauf hinarbeiten, bis endlich das Herz schlägt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das dann geschlagen hat. Ich glaube, ab der, war das die 8. Woche oder so? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ab da an ging es mir schon viel besser. Genau, also bei jedem ist das, wie gesagt, anders. Zu jeder Situation ist es anders. Welche Ängste man hat und wie man damit umgeht. Und wie gesagt, so Tipps sind einfach, entweder wenn es wirklich ganz, ganz schlimm ist, dass man sich Hilfe holt im Punkte von eine Doula, eine Hebamme, mit dem man spricht. Vielleicht auch, wenn man jemanden im Bekannten- oder Familienkreis hat, mit dem man sprechen kann. Meditation, also auch, es gibt auch Meditationen zu Frühschwangerschaften. Und auch zu Ängsten gibt es natürlich auch Ängste in der Schwangerschaft, da gibt es auch extra Meditation zu. Dann eben dieser Doppler, der hat geholfen. Und auch keine Scheu davor haben, einfach mal zum Arzt zu gehen, wenn man irgendwie ein ganz ungutes Gefühl hat und denkt, oh nee, also irgendwas stimmt hier nicht. Einmal sind wir auch tatsächlich zum Krankenhaus gefahren, weil ich so eine Angst hatte, weil ich solche Unterleibskrämpfe hatte, richtig.
und dachte, oh Gott, hier, nee, da stimmt einfach was nicht, da kann was nicht stimmen, das ist einfach ganz schlimm. Und dann habe ich nachher sogar geweint und gesagt, oh Gott, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann sind wir zum Krankenhaus gefahren und dann standen wir vor der Tür und dann war es weg. Und ich so, ja, ist jetzt weg. Und dann war die Jürgen auch, was machen wir jetzt? Ja, dann sind wir da noch ein bisschen spazieren gegangen. Ja, und dann war es weg. Und dann haben wir gesagt, gut, dann fahren wir jetzt wieder nach Hause. Sollte es wieder kommen, fahren wir halt wieder los. Ja, naja, zu Hause war es dann noch ein bisschen, aber dann, ja, irgendwie habe ich mich dann auf die andere Seite gelegt und das ging. Im Nachhinein hat mir meine Hebamme dann erzählt, dass das höchstwahrscheinlich irgendwie der Darm war, weil der ja auch da unten ist und man in der Schwangerschaft ja eine andere Verdauung hat und oft auch Verstopfung hat. Und als sie das sagte, habe ich mal drüber nachgedacht, dass ich schon ein paar Tage nicht mehr zur Toilette war. Dachte, ja, wäre ziemlich peinlich gewesen im Krankenhaus. Panisch. Irgendwas ist beim Kind. Nein, mein Kind, du hast nur eine Verstopfung. Gut, aber was heißt peinlich? Ich glaube, egal, ob man zum Arzt oder ins Krankenhaus fährt, die sind immer irgendwie lieb und haben Verständnis. Und zumindest war das meine Erfahrung, dass einem da keiner böse ist. Also hab da keine Scheu, wie gesagt. Und wenn es dann in dem Moment hilft, dann hilft es. Und ja, wenn man vielleicht auch merkt, dass man zu sehr Ängste hat, wie gesagt, dann kann man sich auch einen Psychologen holen oder wie auch immer. Also holt euch unbedingt fachliches Personal oder ja, wenn es euch mehr hilft oder ihr merkt, irgendwie habe ich hier und da Ängste. Oft fühlt man sich ja auch nicht verstanden, weil man vielleicht andere Ängste oder stärkere Ängste hat als jetzt vielleicht jemand im Freundes- oder Familienkreis, dass man sich dann wieder anders fühlt oder wieder blöd fühlt und jeder einem sagt, ach, mach dir nicht so Gedanken und das so abtut. Also das, was ihr fühlt, ist das, was ihr fühlt. Und ob da jetzt andere Verständnis für haben oder nicht, ist ganz egal. Es ist euer Empfinden. Und wenn ihr merkt, dass ihr da jemanden braucht, der Verständnis hat, dann versucht es mit einer Doula, versucht es mit einer Heilpraktikerin, versucht es mit, ja, mir fehlt einfach dieses Wort dafür. Einfach jemand, der Verständnis dafür hat. Seelische Heilung, irgendwie sowas. Googelt das mal. Da gibt es auf jeden Fall immer irgendwie eine Möglichkeit, da runterzufahren. Und wie gesagt, Meditation, Yoga, sowas soll auch helfen, muss ich ehrlich gestehen, war wie gesagt überhaupt nicht meins. Das fühle ich einfach nicht. Ich weiß nicht, ich bin dafür zu unruhig oder ja, oft habe ich auch das Problem, dass mir die Stimme nicht gefällt. Kennt ihr das? Dann denke ich, ja, komm, hast jetzt Ängste, hör dir mal so eine Meditation an. Und dann ist das eine Stimme, wo man denkt, nee. Und dann denke ich, Stina, ne, jetzt hör dir das mal an, versetz dich da mal rein. Und dann versuche ich auch da so reinzuhören und das mal zu. Und irgendwann kommt so ein, oh ne, dann muss ich das ausmachen, weil ich das einfach nicht ertrage. Und diese Stimme und diese Art, wie sie dann redet, da braucht man dann auch vielleicht ein bisschen, bis man dann die richtige geführte Meditation gefunden hat, wo man die Stimme erträgt. Weil manchmal ist mir das einfach zu la la la. Und vielleicht noch eine Stimmlage, die ich überhaupt nicht abkann. Und dann entspannt mich das nicht. Das macht mich aggressiv. Gut, es lenkt mich vielleicht auch ab von der Angst. Vielleicht auch nicht schlecht in dem Moment. Aber nee, das kann ich dann nicht. Also da bin ich vielleicht ein bisschen schwierig. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, ja. Nee, das kann ich dann irgendwie nicht. Aber wie gesagt, für mich war dann die Variante einfach für mich selber da reinzufühlen, schöne Musik mehr anzumachen, mir ein Getränk zu machen, was ich mag und einfach das gemütlich zu machen. Manchmal habe ich das auch morgens, wenn die Sonne schien, gemacht, einfach im Garten, mir dann Kopfhörer reingemacht, einfach entspannte Musik gehört und einfach so in mich reingehört und mich selbst so ein bisschen runtergebracht und einfach an das Schöne gedacht und damit hat es mir geholfen. Also probiert das mal aus, vielleicht kann euch das ja auch irgendwie helfen. Das war für mich die beste Meditation in Anführungsstrichen. Genau. Welche Ängste ich jetzt so habe,
tatsächlich, also im Laufe der Schwangerschaft, wie gesagt, die ersten 4 Monate war so, ja, die Ängste der Frühschwangerschaft, die Ängste, dass man das Kind verliert, dass irgendwas ist, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und so weiter. Das ist, mein Magen knurrt, das ist viel, viel, viel besser geworden. Also wirklich viel, viel besser. Aber ich habe es ab und zu noch und jetzt kommen auch andere Ängste dazu. Bei mir ist es tatsächlich inzwischen sehr präsent, was die Geburt angeht. Ja, da habe ich viele Gedanken, wie ich denn wo gebären möchte, welche Varianten und so weiter. Und da hilft mir jetzt auch wieder zu informieren. Also ich rede mit meiner Doula ganz viel über alle möglichen Varianten auch, ne? Also man hat es im Freundeskreis oft, zum Beispiel dadurch, dass ich irgendwie Angst vor der Geburt habe, warum auch immer, keine Ahnung, scheint aber normal zu sein. Ich habe auch mit Freundinnen darüber geredet, die auch sagen, ja, hatte ich oder habe ich Angst und Respekt. Ja, rede ich mit meiner Doula viel darüber und das hilft mir ungemein, weil sie auch überhaupt nicht so wertend ist oder mir irgendwie sagt, das und das geht gar nicht oder das und das würde ich nicht machen, sondern sie stellt dann Gegenfragen. Also zum Beispiel habe ich ihr gesagt, ja, dass ich jetzt am Überlegen bin wegen einem Kaiserschnitt. Also die Variante kam dann auch in den Kopf. Und sowas darf man ja oft im Freundeskreis oder Familienkreis gar nicht äußern, weil dann heißt es, um Gottes Willen, wie kannst du nur? Aber bei meiner Doula konnte ich das einfach ansprechen und sagen, ja, irgendwie habe ich da so einen Gedanken, ich weiß nicht, bin unsicher. Und dann hat sie halt Gegenfragen gestellt. Sie hat mich dann gefragt, warum möchtest du denn das oder warum überlegst du? Und dann kommt man ja selbst ins Grübeln. Und mir hat dann auch weitergeholfen, mich darüber zu informieren. Was ist beim Kaiserschnitt Vor- und Nachteil? Was ist bei einer normalen Geburt Vor- und Nachteil? Was kann da passieren? Was kann da passieren? Ja, so alle Varianten. Hab mir der YouTube-Videos angeguckt, hab mir Infos online durchgelesen, hab Bücher, wo ich auch was lese. Also so diese Infos helfen mir immer ganz gut und dadurch findet man so langsam irgendwie einen Weg und die Angst wird auch weniger. Und das ist auch wieder dieses, was hilft. Einfach beruhigen und das positiv sehen, Infos einholen, darüber sprechen. Also das sind immer so die Sachen, die einfach mir am meisten helfen. Und das war so bis jetzt eigentlich so der beste Weg. So, genau. Ich hatte euch erzählt, dass ich einen lieben Gast hier heute habe. Beziehungsweise ich habe eine liebe Hebamme, die sich gleich bei euch vorstellt. Und die wird auch nochmal auf 3 Grundfragen drauf eingehen. Und die kann das auch dann nochmal ein bisschen fachlicher beantworten als ich. Und ich würde sagen, sie stellt sich jetzt einmal bei euch vor. Und dann kann sie auf eure Fragen drauf eingehen. Hallo allerseits, hallo liebe Stina. Ich bin Janice Schädlich und ich bin Hebamme. Und zwar schon seit über 20 Jahren arbeite ich in der Vor- und Nachsorge. Das bedeutet, dass ich die Frauen und Familien in der Schwangerschaft betreue und dann nach der Geburt im Wochenbett und in der Regel wirklich ganz schön lange, weil ich die Familien in der ganzen Beikostzeit dann auch noch begleite, sodass ich eigentlich bis zum ersten Geburtstag immer dabei bin. Ich habe selber 2 Töchter, die sind inzwischen 22 Jahre alt und 13 und ich lebe in Berlin und arbeite auch hier. Janice, was empfiehlst du bei der Angst vor einer Fehlgeburt? Es ist ganz normal und ganz verständlich, dass wir Ängste haben, weil Ängste sorgen dafür, dass wir uns schnell an bestimmte Situationen anpassen können und sichern im Grunde unser Überleben. Ja, die Menschheit wäre schon längst ausgestorben, wenn wir keine Angst hätten. Insofern ist das erstmal was Positives oder man kann es positiv sehen, dass wir solche Empfindungen haben und auch so entsprechend reagieren können. In der Schwangerschaft hat das Thema Angst schon auch noch mal eine eigene Dynamik. Das liegt einfach daran, dass wir Frauen uns, wenn wir schwanger sind, in einer ganz besonderen Situation befinden. Wir haben die Veränderung der Hormone und unseres Körpers
und machen uns Sorgen um das ungeborene Kind, vielleicht auch darum, wie das mit uns so sein wird, wie sich unser Körper verändert oder unsere Partnerschaft oder unser soziales Umfeld. So richtig privat schwanger sein kann man ja nicht. Im Grunde ist ja Kinderkriegen oder Mutter sein schon fast so eine Art öffentliche Geschichte geworden. Ja, da sagt ja auch jeder irgendwie was dazu. Insofern gibt es da so viele Aspekte, die uns einfach Sorgen machen können. Und grundsätzlich ist es halt auch ganz normal, erstmal Angst zu haben oder vielleicht auch so diese Gefühle zu haben, so, jetzt bin ich schwanger, das ist ja alles schön und jetzt gehe ich aber zum Arzt. Ach, und hoffentlich ist alles in Ordnung. Hoffentlich kommt es nicht doch noch zu einer Fehlgeburt. Und jedes Mal, wenn ich beim Arzt bin und der macht das Ultraschallgerät an, dann habe ich schon Schweißausbrüche und Herzklopfen, weil ich jedes Mal Angst habe, oh Gott, vielleicht schlägt das Herzchen jetzt doch nicht mehr. Und also da hat jede Frau Angst vor. Das ist in der Regel auch was, womit man so als Paar oder als Frau dann auch so allmählich lernt, umzugehen. Ich denke, dass es keine besonderen Ängste, ja, was heißt Besonderes, sind keine besonderen Ängste in dem Sinne, dass es irgendwie was Pathologisches wäre, sich solche Gedanken zu machen. Ja, die macht sich jede Frau. Vielleicht macht man sich auch jedes Mal Sorgen, wenn man aufs Klo geht, weil man Angst hat, dass da jetzt doch Blut dabei sein könnte. Das wird dann halt irgendwie immer alles kontrolliert. Und vielleicht habt ihr auch Angst, euch zu sehr zu freuen, weil ihr immer denkt, naja, wenn es jetzt zu einer Fehlgeburt kommen würde, dann wäre ich vielleicht nicht so traurig. Also all diese Gedanken würde ich noch als normal empfinden. Und es ist so, dass mit dem wachsenden Bauch in der Regel auch die Zuversicht und die Sicherheit wächst und dass es grundsätzlich wirklich erstmal normal ist, dass man sich solche Gedanken macht. Natürlich ist es so, dass das, wovor wir Angst haben, auch ein bisschen mit unserer Persönlichkeit, vielleicht auch mit einer genetischen Disposition zusammenhängt und natürlich auch mit unserer eigenen Angstbiografie. Das heißt, das, was wir in unserem Leben schon erlebt haben, das zeichnet uns natürlich. Und Frauen und Familien, die bereits ein Sternenkind in Empfang nehmen mussten, die fürchten sich natürlich noch viel, viel mehr davor, dass sie wieder ein Kind verlieren könnten. Und natürlich muss man da auch besonders darauf eingehen. Und es kann durchaus sinnvoll sein, und es hat sich sogar auch so bewährt, dass wenn man negative Erfahrungen gemacht hat, dass man wirklich engmaschig kontrolliert wird. Dass halt einfach jede Woche ein Ultraschall gemacht wird, dass man weiß, dass wenn man sich irgendwie doof fühlt, dass man einfach bei der Ärztin, beim Arzt anrufen kann oder in der Klinik vorbeigehen kann, dass die einen Schallkopf auf dem Bauch hält, dass man sieht, das Herzchen schlägt, alles ist schön. Und dann kann man sich irgendwie da so ein bisschen durch seine Angst hangeln. Und fast immer ist es so, dass wenn das Baby sich dann erstmal anfängt, ordentlich zu bewegen und man die Kindsbewegungen regelmäßig spürt, dass dann die Ängste auch nachlassen, weil man dann einfach die ganze Zeit weiß, ja, das ist da und hat bis jetzt gehalten, also wird wohl alles in Ordnung sein. Das heißt also, je dicker der Bauch wird, desto dicker das eigene Fell und desto selbstsicherer werden die Frauen auch. Und ja, also ich denke wirklich, dass das Wichtigste ist, dass man jemanden zum Reden hat und auch jemanden hat, wo man so seinen Angstmülleimer regelmäßig ausleeren kann. Eine Person, die das wirklich gut auffängt und ja, dass man ernst genommen wird in der ganzen Geschichte. Und letztendlich finde ich das so ganz, ganz wichtig, dass wenn ihr den Schritt macht und sagt, Mensch, ich brauche Hilfe, dann seht das doch als Stärke, weil ihr seid so toll, dass ihr euch das traut, ihr habt so viel Selbstbewusstsein, dass ihr euch Hilfe holt und damit seid ihr ja schon auf dem richtigen Weg und auf dem Weg für euch zu sorgen. Und das ist doch super, wenn ihr das könnt. Janice, Thema Blutungen in der Schwangerschaft. Mein Arzt sagt, es ist alles gut, aber man macht sich trotzdem Sorgen. Hast du Erfahrungen damit, dass Schwangere Blutungen haben und trotzdem alles gut ist? Ja, grundsätzlich ist es so, dass jede Blutung ein Grund ist, zum Arzt zu gehen. Da wartet bitte auf gar keinen Fall,
bis eure Hebamme euch zurückruft oder so, sondern einfach alle 7 Sachen packen und in die Klinik fahren oder zum Frauenarzt gehen. Das muss geguckt werden. Ne? Bei einer Blutung darf auch nie vaginal untersucht werden. Das heißt, also die Hebamme kann zu Hause sowieso nicht so viel machen, sondern da muss in der Scheide geguckt werden, wo das Blut herkommt, muss ein Ultraschall gemacht werden, um zu sehen, dass mit der Schwangerschaft, mit dem Baby, mit dem Mutterkuchen alles in Ordnung ist. Also man muss wirklich gucken, wo das Ganze herkommt. Das ist erstmal wichtig. Und dann unterscheidet man natürlich verschiedene Arten von Blutungen. So. Und es gibt ganz am Anfang der Schwangerschaft eine sogenannte Nidationsblutung. Das ist eine Blutung, die auftreten kann, wenn sich im Grunde das Ei in der Gebärmutter einkuschelt. Ja, es ist so eine leichte Schmierblutung, die dauert meistens nur 1 bis 2 Tage an, ist so hellrot-bräunlich und wird häufig mit der Menstruationsblutung verwechselt, weil sie Tatsache so 7 bis 12 Tage nach der Befruchtung stattfindet. Das heißt also 4. Schwangerschaftswoche, das ist die Zeit, wo eigentlich die Tage anstehen müssten. Und dann kommt es zu so einer leichten Blutung. Und es ist einfach so, dass dadurch, dass es ja jetzt schon so ganz sensible Schwangerschaftstests gibt, die uns in der Regel schon vor den Tagen anzeigen, dass wir schwanger sind. Das heißt, man weiß, dass man schwanger ist, dann kommt diese Blutung und dann macht man sich natürlich gleich Gedanken. Also das, nur, dass ihr das wisst, es gibt diese Nidationsblutung ganz am Anfang der Schwangerschaft. Und klar kann es immer sein, dass in so einer frühen Schwangerschaftswoche, dass es dann doch dazu kommt, dass die Regelblutung eintritt. Aber gerade wenn es so eine ganz leichte Schmierblutung ist und in dieser 4. Schwangerschaftswoche, dann könnte das auch diese Nidationsblutung sein. Und wichtig ist einfach, dass wenn ihr Blutungen habt, wie gesagt, dass ihr wirklich zum Arzt geht. So, was kann trotzdem sein noch für eine Blutung? Und mit der Schwangerschaft ist alles in Ordnung. Es kann sein, dass sich das Baby relativ weit unten in der Gebärmutter eingenistet hat und somit sich auch der Mutterkuchen weiter unten einnistet. Der sitzt entweder an der Vorderseite der Gebärmutter oder an der Hinterseite und er soll Hauptsache nicht vorm Ausgang sitzen, also nicht vorm inneren Muttermund. Aber manchmal sitzt der Mutterkuchen da komplett drüber oder bis an den Rand des inneren Muttermundes heran. Und dann kann es sein, dass es in diesem Bereich zu Blutungen kommt. Es kann sein, dass da wirklich so nennen sich retroplazentare Hämatome, also hinter dem Mutterkuchen sitzende Hämatome, Einblutungen sind, die dann über eine längere Zeit einfach abbluten. Vielleicht so beim ersten Mal ist das hellrotes Blut und dann schmiert es so bräunlich immer vor sich hin. Vor allem irgendwie, wenn man sich mal bewegt hat, dann kommt wieder so ein Schwapp, dann ist nichts. Und das macht einen natürlich total nervös und man rennt jedes Mal zum Arzt, aber es ist tatsächlich so, dass diese Hämatome ganz, ganz häufig nichts machen, dass die Schwangerschaft bestehen bleibt, alles gut ist, aber das einfach irgendwie abblutet. Ja, also das können solche Hämatome sein, die da vorkommen. Und es ist so, dass sich die Gebärmutter, wenn die wächst, dann wächst die nach oben. Das heißt, häufig ist es auch so, dass bis zur Zeit, wo ihr zur Feindiagnostik vielleicht geht, in der 24. Schwangerschaftswoche, dass die Gebärmutter so weit nach oben gewachsen ist, dass der Mutterkuchen halt nicht mehr vor dem Muttermund sitzt, sondern dass alles wieder frei ist und dann hören die Blutungen auch wieder auf. Wenn der Mutterkuchen komplett vor dem Muttermund sitzt, dann kann es sein, dass es in der gesamten Schwangerschaft immer mal wieder zu leichten Blutungen kommt. Die müssen dann auch immer kontrolliert werden, weil wenn der Muttermund sich öffnet, das wäre halt nicht gut. Das ist auch ein Grund, einen Kaiserschnitt zu machen. Eine normale Geburt wäre in dem Falle nicht möglich. Aber meistens wandert die auch wieder nach oben. So, was kann es noch geben? Es ist so, dass durch die hormonelle Umstellung in der Schwangerschaft das Gewebe ganz aufgelockert ist und dass es einfach leichter zu Blutungen kommen kann. Manche Schwangere kennen das, dass sie auf einmal
Nasenbluten haben oder Zahnfleischbluten. Und es kann auch sein, dass es immer zu sogenannten Kontaktblutungen kommt, die einfach am Gebärmutterhals entstehen, wenn ihr zum Beispiel Sex hattet oder wenn ihr bei einer Untersuchung wart. Und da gibt es sozusagen so eine Zone direkt um den Muttermund rum, wo die Zellen besonders empfindlich sind, wo halt auch so Drüsengewebe von aus dem Inneren des Muttermundes nach außen wachsen kann, sich da dann die Schleimhaut aus der Scheide rüberwächst und dann können da so kleine Zysten entstehen, sogenannte Ovula Naboti, die dann einfach so sind wie Pickel und irgendwann gehen die kaputt und dann kann es auch zu so einer leichten Blutung kommen. Also da sieht man häufig, wenn man dann beim Arzt ist, auch gar nicht mehr, wo das hergekommen ist, aber sowas kann sein. Es kann nach Kontakt passieren, also wenn Untersuchung oder Sex oder so war, dass die Dinge aufgehen, die können aber auch wie so ein Pickel einfach platzen, ohne dass irgendwie da ja interveniert wurde, sage ich mal so. Genau, also immer untersuchen lassen, egal welche Blutung ist, immer ansehen lassen, aber häufig ist es wirklich so, dass da gar nichts weiter passiert und wenn eure Ärztin, euer Arzt sagt, da ist alles in Ordnung, dann ist auch alles in Ordnung. Nichtsdestotrotz würde ich euch raten, wenn es 3 Tage später wieder ist, geht einfach wieder zum Arzt. Also den Mädels, die ich so betreue, sage ich immer, wenn du das Gefühl hast, du machst dir solche Sorgen, dass du mich jetzt anrufen möchtest, um zu fragen, ob du zum Arzt gehen sollst, dann kannst du davon ausgehen, dass ich dich auf jeden Fall zum Arzt schicke. Weil wenn du dir Sorgen machst, dann ist es Grund genug, zum Arzt zu gehen. Und denk immer daran, es ist deine Schwangerschaft, es ist dein Bauch. Und wann immer du eine Kontrolle möchtest, dann steht dir die zu und dann solltest du die unbedingt machen. Ja, vielen Dank, dass du die Fragen beantwortet hast für uns. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass wir nochmal so einen kleinen fachlichen Teil dazu einfach haben jetzt zum Schluss und nochmal so ein paar wichtige Fragen geklärt werden. Und genau, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen bei dem Thema Angst, was so hilft. Natürlich, wie gesagt, es ist immer individuell, es ist immer was anderes, es sind immer andere Ängste, es sind andere Methoden, die helfen. Ich kann nur, wie gesagt, sagen, was mir geholfen hat oder hilft. Irgendwie dieses immer wieder positiv affirmieren und immer wieder positiv denken. Auch nachher, man hat ja auch vielleicht Angst davor, dass man keine guten Eltern wird oder ne, dass man irgendwas falsch macht in der Erziehung oder Vorurteile, dass man irgendwie Angst hat, dass, ja, dass man irgendwie was anders macht als seine Eltern oder andere im Freundeskreis oder Familienkreis und dass man dann Vorurteile bekommt oder dass man dann gesagt bekommt, hier, das und das darfst du nicht und das ist doch blöd, wie du das machst oder warum machst du das denn so und so. Und da finde ich auch ganz wichtig, egal ob in der Schwangerschaft, Kinderwunsch oder als Elternteil, macht immer das, was ihr für richtig haltet. Man kann natürlich auch Ratschläge berücksichtigen und sich vielleicht darüber informieren oder irgendwie, ja, das vielleicht dann auch mal ausprobieren. Aber ihr als Eltern wisst, was für euer Kind das Beste ist und das oder für euch das Beste ist, auch schon im Kinderwunsch. Es kann ja sein, dass irgendwer sagt, die und die Variante ist die beste und das musst du so und so machen. Aber wenn ihr probiert es aus und merkt, nee, das ist irgendwie so gar nicht meins, dann ist das okay. Genauso, ja, ich glaube auch die Angst vor Vorurteilen ist groß, egal bei welchem Thema. Auch was ich vorhin angesprochen habe, dass man zum Beispiel gar nicht darüber sprechen darf, wenn man darüber nachdenkt, einen Kaiserschnitt zu machen. Da kommen ja von allen Seiten gleich, oh mein Gott, was fällt dir ein? Wie kannst du nur? Und das ist ja schlecht fürs Kind, das ist schlecht für dich. Du hast danach nur Schmerzen, du hast dies, du hast das, du hast jenes. Wo ich mir denke, ja, aber es ist wenn dann meine Entscheidung und vielleicht ist es für mich der bessere Weg. Also versucht da auch stark zu sein einfach und nicht euch so verunsichern zu lassen. Ich hatte zum Beispiel gestern die Situation, dass ich auf ja so Augenhöhe Ostereier aufgehängt habe im Vorgarten. Und da kam meine Nachbarin und sagte zu mir, ich soll aufhören, mich so zu strecken. Und ich dachte, hä? Wieso? Ja. Und dann hat sie irgendwie nicht weiter was gesagt und ich habe weitergemacht. Und dann hat sie wieder gesagt, ja, sie hat mich im Auge und hat halt so ein bisschen gemeckert. Und das meinte sie auf gar keinen Fall böse, das weiß ich auch.
Aber mit mir hat das zum Beispiel auch wieder eine Angst ausgelöst, weil ich dachte, oh Gott, warum darf ich mich denn jetzt nicht strecken? Oder was ist denn jetzt? Warum? Was ist denn jetzt falsch? Hab dann natürlich erstmal das ignoriert und gedacht, ach, ne, komm, mach dein Ding und wird schon alles gut sein. Und ich werde schon merken, wenn irgendwas unangenehm ist. Also der Körper sagt einem das ja auch. Und dann irgendwann später, und dann habe ich richtig gemerkt, wie ich doch immer mehr Angst bekommen habe, weil ich dachte, oh Gott, ich habe mich immer ganz normal gestreckt und nicht, dass ich da jetzt irgendwie einen Fehler mache und mein Kind gefährde. Habe mich dann doch informiert und dann rausgefunden, dass das eine total alte Leier ist, dass früher gesagt wurde, wenn man sich überstreckt, also ich meine, das war Augenhöhe, das war nicht mal überstrecken, wenn man sich überstreckt, also wenn man ganz weit oben irgendwie aus dem Regal was holt oder so, dass es dann sein kann, wenn die Nabelschnur um den Hals vom Kind ist, dass die sich zuzieht. Das ist aber schon lange revidiert und das ist ein alter Schuh. So. Aber jemand, der das so beigebracht bekommen hat, vielleicht auch von seinen Eltern und das in seiner Schwangerschaft dann auch dachte, der gibt das wieder weiter, die Person gibt es auch wieder weiter. Und so entstehen natürlich diese Aber oder diese alten Geschichten, wo man denkt, das darfst du auf gar keinen Fall. Wo auch überall, auch von Ärzten beschrieben und so stand, man merkt schon, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das merke ich ja auch. Wenn ich zu viel mache, dann wird mein Bauch hart und ich habe Schmerzen oder es ist unangenehm und ich muss mich hinlegen. Ich bin dann einfach schlapp. Wenn ich mich morgens zu doll strecke, wird es auch unangenehm, weil die Mutterbänder dann ziehen und dann strecke ich mich halt weniger doll. Also der Körper sagt einem das schon und man muss ja auch immer bedenken, früher sind Kinder auch zur Welt gekommen, sonst wären wir ja jetzt ausgestorben. Wir wissen immer so viel und haben so viele Infos und ich finde es auch tatsächlich furchtbar, wie viel Ängste einem gemacht werden, auch von Fachpersonal, also was man so mitkriegt, was einem Ärzte teilweise an den Kopf hauen oder Hebammen. Natürlich nicht jede Hebamme oder jeder Arzt, aber teilweise da auch manchmal so absurde Sachen, wo ich mir denke, Leute, ihr seid dafür da, um die Person zu beruhigen und nicht der Person zu sagen, in welchen tausend Varianten das Kind sterben könnte und da noch irgendwie Ängste zu schüren. Das finde ich total krass. Also da hatten wir gestern das Thema auch gerade in dem Video kann man es gerade auch sehen. Ja, ich habe einen Betthimmel. Da wurden mir dann auch die verschiedensten Varianten geschickt, wie mein Kind ersticken wird, wo ich mir denke, okay, es ist immer noch meine Entscheidung und ich kann ja sehen, ich sehe doch mein Kind. Wir überwachen unsere Kinder immer so komplett und hauen Ängste in die Menschen rein und sagen, du darfst kein Näschen haben, weil dein Kind könnte so und so ersticken. Du darfst keinen Betthimmel haben, weil dein Kind könnte sich das mit Dübel aus der Wand runterreißen, sich übers Gesicht ziehen. Du wirst es nicht mitkriegen, weil du tagsüber dein Kind gar nicht anguckst, weil wir ja alle Kameras und weiß ich nicht im Zimmer haben. Und dann wird der Kind auch ersticken. Es gibt immer so viele Beispiele oder das auch mit der Nachbarin. Wenn ich mich überstrecke, dann werde ich mein Kind drangsalieren, weil die Nabelschnur bestimmt um den Hals ist. Also es sind halt immer so viele Sachen. Ja, die sein können mit Sicherheit, kann sowas passieren. Aber wenn ich weiß, okay, mein Kind wird bei uns wird der Kleine am Anfang im Beistellbett bei uns schlafen und im Stubenwagen oder am Stubenwagen habe ich einen Himmel und im Kinderzimmer habe ich einen Himmel. Im Kinderzimmer wird er anfangs gar nicht schlafen, sondern ich denke mal, der wird tagsüber dann mal im Stubenwagen schlafen. Da bin ich ja aber dabei. Ich sitze daneben. Wenn ich sehe, der schafft es, den Vorhang irgendwie zu sich zu ziehen, ja, dann werde ich das wohl wieder rückgängig machen. Oder wenn ich sehe, er ist irgendwie zu dicht irgendwo dran und atmet dann seinen Atem nur ein und kann deswegen irgendwie, das kriegt man noch alles mit. Ja, aber da sind wir jetzt wieder beim nächsten Thema und das würde hier zu lang gehen. Ich will damit nur sagen, lasst euch nicht verrückt machen und lasst euch nicht so eine Angst machen und macht das, was ihr für richtig haltet und nicht das, was euch andere sagen. Ja, ich bin da vielleicht auch ein bisschen stärker, sage ich mal, weil ich halt auch viele Kinder in meinem Umkreis habe und auch ganz viel von Säugling an immer auf die regelmäßig aufgepasst habe und auch ja einfach ständig mit Kindern zu tun habe, dass ich einfach denke so, ja, nein, so, dann lasse ich mich nicht so schnell verunsichern. Es macht mich aber richtig wütend, wie schnell
Mütter und Väter verunsichert werden, dadurch, dass sie die Erfahrung nicht haben und dann irgendwas an den Kopf geworfen bekommen, ungefragt und irgendwelche Ängste dann gemacht bekommen. Und da lege ich euch ans Herz, macht das, was ihr für richtig haltet und ihr wisst, was für euer Kind das Beste ist. Und wenn ihr seht, das Kind zieht sich ständig die Decke oder den Himmel irgendwie vors Gesicht, ja, dann wird das halt abgebaut. Und wenn nicht, dann nicht. Also man ist ja auch gerade am Anfang immer bei seinem Kind irgendwie und guckt, ob alles in Ordnung ist. Und selbst wenn es nachher im Zimmer schläft, dann guckt man ja auch mal oder man hat ein Babyphone, wo man das sieht. Also heutzutage sind die Kinder ja auch irgendwie ständig überwacht. Deswegen mache ich mir da gar keine großartigen Sorgen. Und wenn man sieht, ja, das Kind hat sich da ständig irgendwie hochgezogen, ins Gesicht gezogen, wie auch immer, dann baut man das halt ab. Also man wird schon seinen Weg finden. Das will ich damit sagen. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit weiterhin, sei es jetzt im Kinderwunsch, sei es in der Schwangerschaft oder auch schon, wenn das Baby da ist. Ich lege euch nur ans Herz, versucht in diese Ängste das Positive reinzusetzen, versucht da ein bisschen Ruhe reinzukriegen und ja, wenn gar nichts hilft und es wirklich schlimm ist, dann lasst euch helfen durch Psychologen oder Doulas oder was auch immer euch hilft. Das muss man dann ja auch für sich selbst rausfinden. Und genau, reden hilft auch immer ganz viel. Also mir hilft immer ganz viel reden. Jetzt auch gerade, wie gesagt, zum Thema Geburt. Da hole ich mir auch viele Infos und das hilft mir eben. Ja, wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann stellt sie mir gerne. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Thank you.